지난 20세기 경제인들에게 가장 큰 영향을 미친 것으로 꼽히는 학자는 누굴까요? 바로 이분, 밀턴 프리드먼인데요. 그는 기업의 유일한 사회적 책임은 바로 주어진 자원을 통해 이익을 늘리는 것이다 라고 주장했습니다. 기업이 잘 되면 일자리도 늘고 도시도 발전하니 저절로 사회에도 좋은 일이라는 것이죠. 그런데 수십 년간 이 기업 성공의 법칙으로 여겨졌던 이 말이 곳곳에서 깨지고 있다는데요. 과연 진짜일까요? 먼저 찾은 곳은 경제 규모 세계 4위인 나라 독일입니다. 그리고 이곳 레버쿠젠은 도시의 역사가 곧 독일 산업의 역사라고 불리는 곳인데요. 우리에게 친숙한 또 하나의 이유. 이곳 분데스리가 레버쿠젠 구단에서 80년대엔 차범고 선수가 전설을 남겼고요. 손흥민 선수 역시 활약을 했었죠. 인근에 위치한 루이젠 병원, 특별한 암 환자를 만나러 왔습니다. 유방암을 선고받은 후 수차례 항암 치료를 받은 하이그 씨. 여전히 그녀의 머리는 길고 풍성한데요. Und da meine Haare mir schon immer sehr wichtig waren, war natürlich der erste Gedanke, oh Gott, ich bekomme eine Chemo, ich werde alle meine Haare verlieren. Es wird Jahre dauern, bis sie wieder so lang sind. 항암 치료의 흔한 부작용, 탈모가 없는 건 이 병원에서 두피 관리를 받고 있기 때문입니다. Die fünfte haben wir heute. Schön, aber das Ergebnis ist jetzt toll. Wahnsinn, ja. 암이라는 생사가 걸린 병에 머리카락이 무슨 대수인가 싶을 수도 있지만 이는 환자의 사회적 삶을 좌우하는 요인인데요. 그녀 역시 두피 냉각요법으로 머리카락을 지킨 덕분에 타인의 시선에서 자유로울 수 있는 것이죠. Viele Haare, keiner sieht, dass ich krebskrank bin. Keiner sieht, dass ich irgendwie meine Haare durch die Chemo verliere, wie es vielleicht bei vielen anderen Chemopatienten ist. Und ja, und deswegen bin ich da sehr zufrieden mit. Und diese Kühlflüssigkeit geht dann hier durch diese Haube. Sie haben eben gesehen, wie die Patientin das trägt. Ja? Und durch diese Reduzierung oder durch die Reduzierung der Temperatur an der Kopfhaut werden die Gefäße eng gestellt, die Blutgefäße eng gestellt, die eben halt die Haarfollikel, die Haarwurzeln versorgen mit Blut. 벌써 이 병원에서만 600여 명의 암 환자들이 항암 치료의 부작용, 탈모를 예방하는 데 큰 효과를 봤는데요. 고가의 기기 탓에 1회 치료에 우리 돈 약 10만 원이 들지만 환자들은 돈을 내지 않습니다. 루이젠 병원을 시작으로 확대되고 있는 암 환자 무료 탈모 클리닉. 한 기업의 후원이 큰 역할을 했는데요. Und indirekt hat Bayer jetzt nicht nur uns, die Easy und das Luisenkrankenhaus geholfen, sondern dank unserer Pionierarbeit haben jetzt viele Kliniken sich diese Geräte angeschafft und wenn wir das jetzt mal hochrechnen, konnten jetzt Tausende von Frauen haben profitiert dafür, weil Bayer uns über das Bayer Cares Foundation Projekt unterstützt hat. 이처럼 암 환자들이 자존감을 지킬 수 있게 물꼬를 터준 기업. 바로 독일 레버쿠젠에 본사를 둔 글로벌 회사 바이엘입니다. 바이엘은 레버쿠젠 제1시민이라는 별칭도 갖고 있는데요. Ja, herzlich willkommen hier im Baikon, im Kommunikationszentrum der Bayer AG. Wir sind ein öffentlicher Ort. 이런 명예로운 별칭을 하루아침에 얻을 수는 없었겠죠? Und hier, das ist sicherlich auch ja, symbolisch für Bayer, wo wir vorne auch noch mehr Bildmaterial haben, das Thema Forschung. Forschung und Entwicklung ist neben der internationalen Ausrichtung von Bayer von Anfang an verantwortlich, dass Bayer so erfolgreich sein konnte, weil man von Anfang an sehr viel Geld investiert hat in die Forschung. 두 창립자가 바이엘을 시작한 곳은 20km 떨어진 도시, 부퍼탈입니다. 하지만 약 30년 후 바이엘은 레버쿠젠으로 본사를 옮기는데요. 라인강을 중심으로 형성된 전력과 인프라를 활용하기 위해서였지만 이때부터 다양한 지원이 시작됩니다. Also mit Kultur, das hat Bayer von Anfang an sehr am Herzen gelegen. Sie sehen hier das erste Orchester, aber auch Choraktivitäten, die haben wir bis heute. Das ist der Männergesangsverein zum Beispiel, der nach wie vor sehr aktiv ist. Und wir unterstützen auch mal als Mitarbeitervereine. Aber das hat sich ja schon vor langer Zeit geöffnet, dass jeder, ne, der hier in der Region wohnt, kann sein Kind oder sich
anmelden bei einem Bayer Sportverein. Also das ist inzwischen offen. 바이엘의 지원 덕분에 레버쿠젠에선 수준 높은 오케스트라, 뮤지컬 공연을 쉽게 접할 수 있고요. 장애인을 위한 체육 활동 등 67개 스포츠 클럽이 운영되는데요. In der im Amateurverein, also Theater. Der Bayer hatte verschiedene Vereine. Fußball, Handball, Leichtathletik, Theater, Philharmonie. Schon eine wichtige Rolle gewesen für die Stadt hier auch selber. Bayer mal gebaut hat, um Menschen hier hinzuholen. Und ich glaube, das hat der Stadt ganz gut getan. Ohne Bayer würde es diese Stadt so nicht geben, wie sie heute da ist. 물론 바이엘이 레버쿠젠으로 옮겨오면서 발생시킨 문제도 있습니다. 바로 라인강으로 흘러드는 화학폐수인데요. 이에 바이엘은 공정에서 발생하는 폐수뿐 아니라 도시의 모든 하수의 정화를 책임지고 있습니다. 도시 하수관에 특수 장비를 설치했을 뿐 아니라 이를 운영하는데 매년 10억 유로 이상을 쓰고 있죠. Zukünftig geht es eigentlich eher darum, gar kein Abwasser mehr anfallen zu lassen. Dass eine Produktion letztendlich so aufgebaut wird, dass Wasser gar nicht mehr in Berührung kommt, sondern in getrennten Systemen benutzt wird, sodass am Ende der Produktion gar kein Abwasser, sondern nur noch ganz normales Wasser anfällt. Das ist unsere Zielsetzung, die wir haben, um eben auch die so wertvolle Ressource Wasser auch weiterhin zu schützen. 도시의 성장에 있어서도 바이엘이 빠질 수 없습니다. 다시 말해 바이엘이라는 회사와 레버쿠젠이라는 도시는 100년이 넘는 긴 시간을 함께 살아온 이웃이나 마찬가지인 셈인데요. Für diese Region auch so traditionell wichtig, dass Industrie und Städte und Stadt und Region zusammenarbeiten, weil das ist im Prinzip die Synthese des Erfolges dieser Region auch von auch der Stadt Leverkusen. Und deshalb ist das nicht auseinander zu dividieren. Bayer und gleichzeitig die Stadt Leverkusen und die Menschen hier leben. 이 기업의 나눔이 본사가 자리한 레버쿠젠시에 국한된 건 아닙니다. 차세대 인재를 양성하기 위한 무료 과학 교실엔 해마다 약 56만 명이 찾아오고 있죠. 이는 독일을 포함해 전 세계 모든 대륙에 바이엘 과학 교실이 운영되고 있기 때문입니다. Ich denke schon, weil wenn die Kinder zu uns kommen und sich hier wohlfühlen, dann gehen sie natürlich mit einem positiven Gefühl, was Bayer betrifft, auch wieder in die Welt hinaus und erzählen das natürlich auch ihren Mitschülern, ihren Freunden in der Familie. Und deswegen, wir sind schon davon überzeugt, dass es auch für uns